Es ist absolut rätselhaft. Woher wissen Elefanten, dass ein Tsunami kommt? Eines ist sicher, irgendwas wissen, spüren Tiere, was wir überhaupt nicht mitbekommen. Dass sich Vögel am Magnetfeld der Erde orientieren, das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Für den sogenannten sechsten Sinn der Tiere dagegen gibt es noch keine eindeutigen Belege. Doch es gibt viele Hinweise darauf, dass sie sich vor Naturkatastrophen in Sicherheit bringen. Wie Tiere in die Zukunft sehen, was der sechste Sinn der Tiere wahrscheinlich ist und ob wir das Verhalten der Tiere eines Tages als Frühwarnsystem für uns nutzen können, jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Auch das war übrigens ein Themenvorschlag von den Klicksum WhatsAppern. Danke dafür. Der Link zu WhatsApp kommt am Ende des Videos und ist natürlich in der Videobeschreibung. Kurz vor der Jahrhundertkatastrophe Ende des Jahres 2004, als ein gewaltiger Tsunami im Indischen Ozean rund 230.000 Menschen töten wird, verhalten sich die Tiere der Gegend äußerst unruhig. Die Elefanten beispielsweise, sie bewegen sich nervös, breiten ihre Ohren aus und schließlich drehen sie sich um und rennen einen Berg hinauf. Auch die Vögel steigen verschreckt in den Himmel und fliegen landeinwärts. Irgendwie müssen sie wohl die drohende Gefahr gewittert haben. Oder war es etwa reiner Zufall? Doch es gibt immer wieder Medienberichte, nach denen bei großen Naturkatastrophen wie eben diesem Tsunami im Indischen Ozean viele Tiere verschont bleiben. Wohingegen hunderttausende Menschen in diesem Fall sterben und ganze Landschaften zerstört werden. Könnten also viele Menschenleben vor solchen Katastrophen gerettet werden, wenn wir das Verhalten der Tiere beachten und es als eine Art Frühwarnsystem nutzen könnten? Sicher ist jedenfalls, Tiere setzen mehrere Sinne gleichzeitig ein und nehmen kleine Veränderungen so sehr viel früher wahr als Menschen. Es gibt eine Studie der University of Virginia aus dem Jahr 2009, die verschiedene Erklärungen für dieses Frühwarnsystem der Tiere hat. Demnach konnten die Elefanten schon sehr viel früher hören, dass sich das Wasser im Indischen Ozean zurückzieht. Zudem sind Elefanten auch in der Lage, Wellenbewegungen im Untergrund zu spüren. Eben genau diese, die auch durch Erdbeben verursacht werden. Eventuell hat denen auch ihr Riechorgan verraten, dass das Wasser vom Land zurückweicht. Vielleicht habt ihr auch schon einmal ähnliche Geschichten über außergewöhnliches Tierverhalten vor anderen großen Naturkatastrophen gehört. In China wurde nach einem Erdbeben im Jahr 2008 beispielsweise von Tausenden von Kröten berichtet, die über die Straßen hüpften. Später starben dann mehr als 50.000 Menschen. Dagegen steht die Ahnungslosigkeit von Seismologen, die erst wenige Sekunden vor dem Erdbeben wissen, dass es soweit ist. Bislang kann man einfach nicht voraussagen, wann und wo sich die Spannungen an den Erdplatten entladen werden. Zwar gibt es beispielsweise in Mexiko-Stadt effiziente Warnsysteme, um die Menschen zu alarmieren, doch das ist fast ein Einzelfall weltweit. Die Herausforderung liegt einfach darin, dass hochsensible Sensoren gut überlegt platziert werden müssen. Und Elefanten, Kröten und Vögel stehen nicht alleine im Fokus von Forschungsteams weltweit. Auch bei anderen Tierarten, wie beispielsweise Ziegen und roten Waldameisen, konnten bereits Hinweise auf den sechsten Sinn der Tiere beobachtet werden. Der deutsche Biologe Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie hat erforscht, dass Ziegen vor einem Ausbruch des Vulkans Ätna außergewöhnlich aktiv wurden und das mehrere Stunden bevor der Vulkan tatsächlich ausbrach. Damit sind die Ziegen den menschlichen Prognosen weit voraus, denn ja, es gibt einige Prozesse, die einen Vulkanausbruch ankündigen, doch der konkrete Zeitpunkt für den Ausbruch und auch seine Stärke, das ist viel zu komplex, um es im Vorfeld physikalisch zu berechnen. Jedenfalls für uns Menschen ist es unmöglich, ihn vorherzusagen. Und es sind nicht nur ausschließlich Säugetiere, die ein solch besonderes Gespür haben. Auch rote Waldameisen eben reagieren offensichtlich auf ein anstehendes Erdbeben. Das haben deutsche Forschungsteams aus Duisburg und Dortmund entdeckt. Zunächst sind sie wohl durch ihre speziellen Sinnesorgane in der Lage, aufsteigende Gase und womöglich auch elektrische Spannungen wahrzunehmen. Die Ameisen bauen ihre Hügel also genau dort, wo sich große Bruchstücke der Erde gegeneinander schieben. Die Vermutung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dies versorgt sie mit einer wärmeren und feuchteren Umgebung. Das deutsche Forschungsteam hat über 3 Jahre hinweg beobachten können, dass die Ameisen sehr empfindlich auf Aktivitäten unter der Erde reagierten. Diese warfen ihren gewohnten und sehr durchgeplanten Tagesablauf durcheinander. Doch am Ende ihrer Studie fordert das Forschungsteam zunächst noch weitere Untersuchungen, um Zufallsbeobachtungen mit aller Sicherheit ausschließen zu können. Teams aus Verhaltensbiologen weltweit vermuten, dass vor allem das Schwarmverhalten der Tiere sie so intelligent macht.
Hey, das ist interessant. Das heißt also, nicht die Tatsache, dass ein einziger Elefant spürt, dass sich etwas mit dem Wasser ändert, ist demnach entscheidend. Stattdessen sei die gemeinsame Verarbeitung dieser Reize und die Interaktion der Tiere der Schlüssel. Vergleichbar mit dem Beispiel eines einzelnen Fisches, der im großen See als Individuum verloren ist. Als Schwarm dagegen wissen die Tiere dagegen genau, wo sie Futter oder einen sicheren Platz finden. Also eine kollektive Intelligenz, quasi eine Art Algorithmus im Verhalten der Tiere, der ihnen das Überleben sichert. Wie genau aber stehen die Interaktionen der Tiere und ihr Verhalten in der Gruppe im Zusammenhang mit dem sechsten Sinn? Genau dieser Frage will das sogenannte Icarus-Projekt weiter erforschen. Icarus steht für International Corporation for Animal Research Using Space. Der Plan, die Schwärme der Tiere beobachten, egal wo sie sich gerade befinden, und das vom Schreibtisch aus. Dafür werden kleine solarbetriebene GPS-Sender mit einer Antenne auf der internationalen Raumstation ISS verbunden. Also die Sender sind auf den Tieren und senden zur Raumstation. Wann bewegen sich die Tiere wohin? Das Bewegungsprofil von zahlreichen Elefanten, Vögeln und Ameisen könnte am Ende endlich Aufschluss über ihren sechsten Sinn geben. Und sobald dieses Phänomen genauer erforscht ist, könnte man es möglicherweise auch schon als ein zuverlässiges Frühwarnsystem für uns Menschen nutzen. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr deutlich vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken. Hier, also da geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Top 7 Tiere auf Drogen. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.